Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crush Review. Ich bin die Jessie und wir sind heute in Stuttgart im Showroom von Tesla und ich habe heute für euch was brandaktuelles dabei und zwar das Tesla Model Y. Und falls ihr heute alles zu dem wissen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert auch unseren Kanal The Car Crush Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir und was werden wir heute gemeinsam machen? Wir werden über die Optik sprechen, über den Innenraum, über die Motorvarianten, das Laden, den Akku. Nur fahren darf ich ihn heute leider noch nicht. Bleibt jetzt gerne dran, abonniert auch den Kanal und dann gehen wir erstmal los und schauen uns etwas genauer an. Kommt mit! Ja, hier vorne angekommen, vielleicht erstmal zu unserem Kooperationspartner. Und zwar ist es GoLeasy. Was machen die Jungs? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Lohnt sich vor allem bei Elektroautos, weil ihr da von der staatlichen Förderung profitiert plus eben der Dienstwagensteuer von 0,25% oder je nach Wagenpreis eben 0,5%. Jetzt sprechen wir aber hier über das Model Y und erstmal total interessant, 75% der Teile, die jetzt hier im Model Y stecken, stecken auch im Tesla Model 3. Heißt, wir haben jetzt hier die gleiche Plattform bzw. eine ähnliche Bauweise und wenn wir uns den jetzt ein bisschen genauer anschauen werden im Laufe des Videos, fällt auf, die Front ist sehr Model 3 typisch und auch das Heck. Wir haben jetzt aber ein ja, kompaktes SUV, heißt es ist ein SUV, was man auch beispielsweise mit einem Skoda Enyaq vergleichen kann, mit einem Mercedes EQA oder auch mit einem Audi Q4. Jetzt aber zur Optik. Von der Front, wie gesagt, sehr Model 3-lastig. Wir haben 5 verschiedene Lackvarianten, die wir wählen können. Hier haben wir jetzt ein sehr schönes Blau drauf. Ich finde es total schick. Vorne dann ein chromfarbenes Tesla-Logo und die Leuchten, die so ein bisschen nach unten gezogen sind. Ich sage immer, es erinnert mich irgendwie an so einen Frosch. Ich weiß nicht warum. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob es euch auch so geht. Wir haben jetzt hier Voll-LED-Leuchten. Es gibt keine Matrix-LED-Leuchten bei Tesla. Sonst haben wir hier vorne eine geschlossene Front, kein Kühlergrill. Lippe hier unten nochmal in Wagenfarbe und ich mag den Look von Tesla, denn der ist zurückhaltend, der protzt nicht zu sehr, das ist irgendwie was Klassisches und hier habt ihr eben in dem Fall die Möglichkeit, euch eben auch ein klassisches SUV zu kaufen oder auch zu leasen. Wenn wir jetzt ins Profil gehen, vielleicht kurz zu den Maßen, der ist jetzt 4,78 Meter lang, 1,85 Meter breit und 1,60 Meter hoch. Ihr seht also schon in der Seite, der ist jetzt höher als so ein Model 3 und ich stehe da total drauf, denn man sitzt halt ein bisschen höher, man hat eine bessere Rundumsicht, wenn man fährt. Ich durfte ihn ja noch nicht fahren, aber ich bin ja schon andere SUVs gefahren. Und es ist halt auch angenehmer beim Ein- und Ausstieg oder beim B- und Entladen. Jetzt habe ich euch noch nicht erzählt, es gibt zum Anfang bzw. zum Start 2 Varianten. Einmal die Long-Range-Variante und einmal die Performance-Variante. Die Standard-Variante wird dann erst ein bisschen später auf den Markt kommen und die beiden gibt es jetzt jeweils eben mit den Dual-Motoren. Heißt, vorne ist ein Motor und auch hinten haben wir einen Motor. Heißt, wir haben einen Allradantrieb. Zu den Motoren erzähle ich euch gleich noch ein bisschen mehr. Was interessant ist, dass wir jetzt hier die eingelassenen Türgriffe haben. Die sind jetzt hier in einem Schwarz gehalten. Bei dem Model 3 waren sie ja früher, als eben das Model 3 auf den Markt kam, erstmal chromfarben. Jetzt sind sie eben in Schwarz. Und was ich nicht so gut finde, ist, wenn man das jetzt hier öffnet, ihr seht es jetzt, wenn man so lange Fingernägel hat wie ich, muss man da schon ein bisschen aufpassen. Man kann aber hier, wenn man hier an der Seite so reinstupft, funktioniert das ganz gut. Falls ihr einen anderen Trick da draußen habt, sagt mir gerne Bescheid. Sonst haben wir hier so eine dunkle Chromumrandung um die Fenster hinten abgedunkelt. Hier an der Seite ist eine Kamera. Da vorne ist dann auch noch eine Kamera, die zeige ich euch auch gleich noch. Hier ist eine Kamera, könnt ihr auch von innen anschauen, zeige ich euch auch noch von innen. Und dann sprechen wir jetzt über die Felgen. Hier ist übrigens die Long-Range-Variante. Da bekommt ihr 19-Zoll-Felgen oder 20-Zoll-Felgen. Bei der Performance-Variante gibt es dann die 21-Zöller, die ist ein bisschen sportlicher eben. Hier haben wir 20-Zöller drauf. Ich mag die schwarze Tesla-Felge total gern. Ihr könnt auch gerne schon in den Konfigurator gucken. Den gibt es jetzt auch schon im Konfigurator. Und hier drum dann auch nochmal ja so eine dunkle Beplankung. Die ist aber aus Plastik, die ist nicht lackiert. Hier an der Seite ja, hätte ein bisschen besser verarbeitet sein können, aber für den Preis, den ich euch am Ende sage, ist es schon ziemlich gut, was ihr hier bekommt. Wenn wir jetzt gemeinsam ans Heck gehen, schauen wir uns das auch noch an und interessant zu wissen ist, dass es das Model Y jetzt noch als 7-Sitzer geben wird. Aktuell könnt ihr den nur als 5-Sitzer bestellen, man wird aber im Kofferraum eben 2 optionale Sitze hinzu hochklappen können, was ich schon mal mega finde, weil es gibt wenig Elektroautos, die eben als 7-Sitzer angeboten werden, beziehungsweise keine meines Wissens. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, falls ich mich da irre. Und jetzt zum Heck.
Wir haben hier hinten eben so einen kleinen Dachkantenspoiler, so einen Entenbürzel kann man ihn auch nennen. Bei der Performance-Variante bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob da dann nochmal so, ja, so ein Carbon-Spoiler draufgesetzt ist, wie bei Model 3. Weiß ich leider nicht. Falls ihr es wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und sonst mag ich das Heck hier aber total gern. Find auch die Heckleuchten schick. Gehen hier übrigens auch um die Ecke. Und wenn ihr jetzt mit mir mal auf der anderen Seite schaut, habt ihr hier eben auch die Lademöglichkeit. Ich mag das total, dass das hier so integriert ist. Ihr könnt ihn schnell laden oder eben auch an der Wallbox laden und vielleicht erstmal zum Akku. Wir haben einen 82 Kilowattstunden fassenden Akku, der sitzt zwischen den Achsen bei beiden Versionen. Und wie kann man den jetzt laden? An der Wallbox mit 11 kW braucht er ungefähr 7,2 Stunden von 0 auf 100%. Ihr könnt ihn aber auch schnell laden. Gibt ja eine Menge Supercharger von Tesla hier auch in Deutschland und da könnt ihr dann in 15 Minuten 270 Kilometer dazuladen, bis zu 250 kW. Das ist schon eine Menge und ich finde auch die Ladestruktur ist wirklich gut. Jetzt machen wir das hier mal wieder zu und was wir jetzt als nächstes machen, ist hier hinten noch vielleicht über die Optik sprechen. Was ich sehr besonders finde, ist, wie dieses Auto hier nach unten gezogen ist. Wir haben hier unten relativ viel Plastik. Ich finde den Look aber total spannend. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das jetzt so findet, weil sowas habe ich jetzt noch nicht so oft auf dem Automobilmarkt gesehen. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare. Hier steht jetzt nochmal Dual-Motor drauf. Falls ihr die Standardversion nehmen solltet, wenn die auf den Markt kommt, habt ihr eben eine Heck-angetriebene Version. Jetzt machen wir den Kofferraum mal hier gemeinsam auf. Ich wechsle vielleicht mal mit euch die Seite. Geht elektrisch auf und hier haben wir jetzt eine Neuerung. Hier wurde auch schon eine Seite umgeklappt. Ich mache die mal zurück, dass ihr das auch noch mit mir gemeinsam seht. So, sieht jetzt erstmal realistischer aus. Zum Kofferraumvolumen. 1858 Liter habt ihr jetzt hier hinten. Hier gibt es dann auch noch die Möglichkeit, eben eine dritte Sitzreihe aufzuklappen mit zwei Notsitzen, sage ich jetzt mal. Das kann ich euch leider noch nicht zeigen. Und ihr habt vorne auch noch einen Frunk. Den zeige ich euch auch gleich noch. Aber was ihr hier jetzt machen könnt, ist super spannend. Ihr könnt jetzt hier nämlich einmal und zweimal die Rückbank umklappen. Und schaut euch das mal an. Man kann da drin pennen. Man kann sich dann eine Matratze reinmachen oder eben so eine Isomatte oder so und kann da wirklich pennen und auch ja, längere Strecken hinter sich bringen. Das finde ich mega gut. Man kann natürlich auch große Dinge transportieren. Man muss da nicht immer in ein Auto schlafen. So viel dazu. Kofferraum ist schon mal ein großer Check und das ist der große Vorteil hier eben auch bei dem Model Y im Vergleich zum Tesla Model 3. Übrigens auch interessant, ihr bekommt jetzt hier optional bzw. nachträglich, wenn ihr den euch kauft oder liest, auch noch eine Anhängerkupplung dazu und habt dann letztendlich eine Anhängelast von 1,6 Tonnen. Das ist echt ganz schön gut. Und was ich euch auch noch zeigen möchte, ist hier der doppelte Ladeboden und der ist brutal. Einerseits habt ihr hier nämlich total viel Platz eben, um nochmal Ladekabel oder so zu verstauen und hier dann auch nochmal. Und das ist ein absolutes Träumchen, oder? Großer Pluspunkt auf jeden Fall. Wir machen jetzt hier nochmal zu und machen jetzt auch noch die Heckklappe zu. Und was wir als allernächstes machen, ist mal auf die Rückbank gehen, auf dieser Seite, okay? Wir haben noch nicht hier gefilmt, deswegen sind Jan und ich noch nicht so abgesprochen. Ich bin 1,64 Meter klein und dann würde ich sagen, kommt immer mit und dann schauen wir mal, wie viel Platz da hinten ist. Ja, hier hinten angekommen. Erstmal total komfortabel, wie ich hier durchrutschen kann, denn hier gibt es keinen Mittertunnel. Mega komfortabel, auch wenn man dann in der Mitte sitzt, hat man dann nichts, wo man sich dann so die Beine hochlegen muss. Und ich habe total viel Platz. Schaut mal, nach oben hin 2,5 Fäuste, nach vorne hin 3 Fäuste fast. Ein wunderschönes Glaspanoramadach. Es ist nicht schiebbar, das finde ich ein bisschen schade, aber ich glaube, in der Konstruktion wäre das auch wirklich nicht umsetzbar gewesen, das noch irgendwie schiebbar zu machen. Und wir haben jetzt hier eine von zwei möglichen Farben im Innenraum, nämlich Weiß. Das Weiß ist aufpreispflichtig, Schwarz kostet keinen Aufpreis. Ich habe lange überlegt, ob dieses Weiß wirklich gut ist und habe tatsächlich den Alex Bangula, den ihr bestimmt auch schon kennt von Elektrisiert, gefragt. Er hat ja auch einen Tesla mit so einem weißen Innenraum und der hat den jetzt auch schon länger und es sah wirklich noch blitzeblank aus und der benutzt dieses Auto auch. Also da bin ich echt begeistert von der Qualität von diesem veganen Leder. Hier ist nämlich alles vegan. Sonst haben wir Kopfstützen, die wir in der Höhe nochmal verstellen können. Anschnallgurte sind in dem Fall in Schwarz. Das finde ich auch vollkommen okay. Die Mittelarmkonsole kann ich auch runterklappen. Die ist relativ breit, geht auch so ein bisschen nach unten. Das wird mich stören. Hat zwei Cupholder hier auch nochmal drin. Und hier vorne dann auch noch zwei USB-C-Anschlüsse, die ich nutzen kann. Jetzt würde ich sagen, schauen wir mal noch gemeinsam in die Tür. Und erstmal rahmenlose
Spiegel, beziehungsweise Quatsch, rahmenlose Scheibe, finde ich total schick. Hier dann alles natürlich auch vegan, Alcantara-Leder, veganes Leder. Hier habt ihr nur einen Knopf eben für die Fenster und hier unten dann noch ausreichend Platz, um eben eine Flasche zu verstauen und hier auch noch so ein bisschen, ja, so ein Vlies oder so. Schon sehr, sehr gut. Da gibt es gar nicht so viel zu meckern. Ich bin begeistert und ich habe jetzt vor allem auch einen sehr angenehmen Ein- und Ausstieg gehabt. Was wir jetzt machen, ist noch gemeinsam vorgehen. Ich mache euch noch den Frunk-In auf. Das kann man mit der App aufmachen oder eben auch vom Innenraum aus. Und dann sprechen wir noch über die Motorleistungsdaten. So, das schnellt er jetzt auf. Wir schauen mal kurz gemeinsam rein. Die genauen Daten weiß ich leider noch nicht, aber der ist auf jeden Fall größer als beim Model 3. Und auch hier könnt ihr eben eure Ladekabel verstauen, wenn ihr das denn möchtet. Mischwasser findet ihr übrigens da vorne. Heißt, da kommt er auch noch sehr gut dran. Finde ich sehr gut gelöst, sogar besser als beim EQS, weil ich mag das nicht so, wenn das dann außerhalb vom Auto ist. Irgendwie macht das für mich keinen ästhetischen Sinn. Jetzt machen wir hier vorne zu und sprechen noch über die Leistungsdaten und über die Reichweiten vor allem. Fangen wir bei der Long-Range-Version an. Die hat nach WLTP 507 Kilometer Reichweite, ist in 5 Sekunden auf 100. Heißt, es hat durchaus auch einen sportlichen Anspruch, dieses Model Y. Wird vor Max 217 km/h schnell, hat ungefähr 550 Newtonmeter maximales Drehmoment und ungefähr 514 PS. Die Performance-Variante hat dann ungefähr 571 PS, ich kann das nur ungefähr sagen, weil Tesla das gar nicht so genau angibt, hat dann eine Reichweite von 480 Kilometer, ist in 3,7 Sekunden auf 100 und fährt vor Max 241 km/h. So viel vorweg. Ich habe ihn leider noch nicht gefahren. Ich hoffe, ich darf ihn irgendwann mal fahren. Dann werden wir hier auf unserem Kanal berichten. Was wir als nächstes machen, ist jetzt mal in den Innenraum gehen. Den zeige ich euch auch noch ausführlich. Und anschließend gibt es ein kleines Fazit und ich erzähle euch, was das Model Y kostet und welche Förderung ihr bekommt. Kommt mit! Weiter geht's jetzt hier mit dem Innenraum. Es ist schon ein bisschen dunkel geworden, aber ich hoffe, ihr seht trotzdem noch alles. Denn guter Vorteil ist, wir haben jetzt hier die helle Innenraumvariante. Und fangen wir erstmal hier vorne mit den Sitzen an. Die gibt es in Schwarz oder in Weiß, hier in dem Fall eben mit Weiß. Die sind wirklich beständig, da bekommt ihr wenig Flecken drauf. Wie gesagt, ich habe beim Alex gesehen, bei seinem Model 3, der hat den jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Jahre gehabt. Die sahen noch tipptopp aus. Ist alles hier drin vegan. Die geben ganz guten Seitenhalt. Ich bin ja noch nicht damit gefahren. Hier oben dann auch nochmal leichten Seitenhalt. Integrierte Kopfstütze und sind schon ganz schön schick. Ich würde mich wahrscheinlich aber für die schwarze Variante entscheiden. Auch wenn die weiße jetzt hier freundlicher ist, aber es ist einfach mein persönlicher Geschmack. Ich mag dunkle Innenräume. Wenn ihr mit mir mal jetzt gemeinsam in die Tür schaut, vielleicht noch zur Verarbeitungsqualität. Wir haben in der Tür, bei der Armauflage eben auch das vegane Leder. Wir haben Alcantara dann nochmal. Wir haben oben ein weißes Element. Das wäre dann bei der schwarzen Variante eben in dem schwarzen veganen Leder und unten drunter nochmal so eine kleine Chromleiste. Auch vorne sind die Scheiben eben rahmenlos. Ich zeige sie euch mal. So sehen sie dann eben aus. Hier kann ich sie ja eben oben lassen. Hier drin haben wir eben versucht, ganz viel Licht reinzulassen. Und wenn ihr jetzt hier drin mal reinschaut, haben wir hier auch eben dieses weiße Element. Hier auch nochmal dieses chromfarbene Element. Und sonst passiert hier eigentlich gar nicht so viel, denn Tesla ist total konsequent. Tesla ist sehr puristisch und das mag ich total. Im Innenraum ist es sehr, sehr aufgeräumt. Mittelkonsole ist relativ breit, trennt ganz gut vom Beifahrer. Hier vorne haben wir noch ein größeres Fach, das so satiniert ist. Hier dann zwei induktive Ladeflächen, die finde ich mega gut. Da kann man das Handy dann so drauflegen und kann vor allem auch Beifahrer sein Handy vorne laden lassen. Das heißt, zwei parallel gehen, was ich auch sehr gut finde. Und hier habt ihr auch noch mal ein großes satiniertes Fach, wo ihr noch mal was verstauen könnt. Amerika-typisch wäre wahrscheinlich noch so ein Kühlschrank, aber das macht bei Elektromobilität natürlich keinen Sinn. Aber auf jeden Fall fühle ich mich hier sehr, sehr wohl. Ihr habt ein großes 15-Zoll Display und eben hier dann auch noch mal das Lenkrad, über das wir jetzt sprechen werden. Jetzt würde ich sagen, kommt Jan mal rein, damit wir hier über die Details sprechen können. Das Glasschiebe-Panoramadach, dieses Glas habe ich euch ja schon gezeigt, das ist kein Schiebedach, ich verquatsche mich die ganze Zeit. Hier vorne dann das Tesla-Lenkrad, genauso wie beim Model 3. Ihr habt zwei Rädchen, die ihr hier vorne benutzen könnt, hier in der Mitte das Tesla-Logo. Hier habt ihr dann die Gänge, die ihr einstellt und hier eben den Scheibenwischer bzw. den Blinker. Sonst gibt es hier vorne nichts, finde ich sehr interessant. Muss man sich erstmal dran gewöhnen, aber wenn man eine Zeit lang Tesla gefahren ist, ist es kein Problem mehr. Was ihr auch noch habt, ist hier vorne so eine Lüftungsdüse, die einmal so quer durchgeht. Finde ich total cool. Wir schauen uns auch gleich noch die Klimaautomatik an, wie die da vorne aussieht in dem 15-Zoll-Display.
Jetzt sprechen wir mal darüber, was man hier alles machen kann und fangen hier vorne vielleicht mal an. Hier habt ihr alle wichtigen Einstellungen zum Fahrzeug und auch das Handschuhfach. Achtung Jan, das schnallt jetzt auf. Genau, es geht nämlich nur digital auf, was total verrückt ist. Ihr habt da vorne keinen Knopf. Manche lieben es, manche hassen es. Ich finde es absolut okay und auch irgendwie witzig. Und so oft macht man das Handschuhfach jetzt auch nicht auf. Ihr habt hier nochmal Einstellungen zur Beleuchtung. Ihr könnt hier auch noch alles zu den Verriegelungen einstellen. Zum Fahren vielleicht ist noch ganz interessant. Ihr könnt die Beschleunigung lässig oder Standard einstellen. Wenn man die auf lässig hat, fährt man wirklich viel langsamer los. Ist natürlich effizienter und besser für die Reichweite. Lenkmodus komfortabel, Standard oder sehr sportlich. Die Lenkung passt sich da auch wirklich sehr krass an. Zumindest war das beim Model 3 so. Ihr habt auch den Stoppmodus dann nochmal, also das Operieren, dass ihr in Kriechen, Rollen und Halten einstellen könnt, habt ihr auch noch einen Offroad-Assistent und einen Schlupfstart. Wenn man bei einem Offroad-Assistent auf Info klickt, habt ihr eben die Info, dass er die Traktionskontrolle für eine optimale Offroad-Leistung anpasst. So, heißt, wir sind ja hier in einem SUV, einem Elektro-SUV, was auch potenziell ein bisschen Offroad kann. Falls ich immer fahren darf, werde ich euch mehr dazu erzählen. Hier habt ihr noch alle Autopilot-Informationen, habt ihr den Lenkassistent, habt ihr die Fahrgeschwindigkeit jeweils angepasst ans Limit oder eben an die momentane Geschwindigkeit. Könnt ihr auch noch mal ein bisschen runterscrollen, habt ihr hier eben die ganzen Einstellungen für die verschiedenen Assistenzsysteme. Und bei Tesla ist es ja interessant, weil der kommt standardmäßig mit einem Spurhalteassistent. Dann gibt es noch das erweiterte, den erweiterten Autopilot oder eben die erweiterten Assistenzsysteme und eben das komplette autonome Fahren. Hier bei der Navigation, schauen wir auch nochmal rein, habt ihr im Prinzip alles, was ihr wollt. Die Navikarte seht ihr hier übrigens auch, die ist sehr gut und übersichtlich. Wenn wir jetzt hier wieder zurückgehen, habt ihr hier auch noch die Software-Updates, die ihr ja immer wieder machen könnt. Ich glaube, pro Jahr kommen da 15 bis 20. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ich damit falsch liege. Aber auf jeden Fall könnt ihr hier auch Updates machen, Over-the-Air-Updates. Und dementsprechend passt sich dann hier drin auch immer mehr an, auch bei den Assistenzsystemen beispielsweise. Wenn wir jetzt hier weiterklicken, haben wir hier dann alles zur Musik, haben jetzt hier auch Spotify, Telefon, können Karaoke singen, habe ich euch alles schon beim Model 3 gezeigt. Hier habt ihr dann, was sehr, sehr witzig ist, auch nochmal die Kameras, die ich euch von außen gezeigt habe. Das heißt, hier die beiden zur Seite und auch noch eine Kamera nach hinten. Hier habt ihr dann die Einstellung zum Scheibenwischer. Und was ich am coolsten finde, ist eigentlich hier dieser Knopf, denn hier kommen die wichtigsten Sachen. Hier habt ihr einmal Anruf, das geht eigentlich nur ums Telefon. Wenn wieder hochgeht, habt ihr hier einen Kalender für die richtigen Business Lines da draußen. Hier habt ihr dann nochmal die Kamera, falls ihr es möchtet. Energieverbrauchübersicht habt ihr dann hier der letzten 10 Kilometer, 25 Kilometer oder 50 Kilometer Durchschnitt und auch aktuell. Über die, über den Verbrauch kann ich euch leider noch nichts sagen natürlich, aber angegeben ist die Long-Range-Version bei 15,7 Kilowattstunden und die Performance-Variante bei 17,1 Kilowattstunden. Was wir auch noch machen können, ist hier alles zum Aufladen anschauen, Limit einstellen. Hier habt ihr dann den aktuellen Akkufüllstand, habt ihr auch eben eine geplante Abfahrtszeit und könnt hier dann eben das Laden auch noch planen. Hier habt ihr dann auch noch Web, könnt dann hier auch ins Internet gehen. Und was ich super witzig finde, ihr habt hier ganz viel für die Unterhaltung. Heißt, wenn ihr euch mal die halbe Stunde an der Ladesäule auf der Autobahn irgendwie vertreiben wollt oder könnt, habt ihr hier eben auch Kino, da könnt ihr Netflix und so weiter schauen oder könnt hier eben auch Spiele spielen wie Solitär und so weiter. Habt hier dann aber auch nochmal eine Spielekiste und könnt hier verschiedene Sachen machen. Auch so verrückte Sachen wie, Achtung, ein Pupskissen. Ja, Jan hat gerade auf dieser Seite gepupst. Tesla ist irgendwie sehr, sehr modern. Tesla hat auch echt coole Ideen. Ich finde das super witzig. Dann habt ihr hier noch eine Sitzheizung in 3 Stufen einstellbar für Fahrer und Beifahrer. Hier habt ihr dann auch noch eine Lüftung. Schaut euch das mal an. Hier könnt ihr dann eben den Luftstrom genau in die Richtung einstellen, wo er dann hingehen soll. Und das gibt's so meines Wissens bei keinem anderen Hersteller. Falls doch, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das finde ich aber mega gut. Heißt, ich kann genau sagen, beim Jan soll es jetzt hier unten auf die Füße, bei mir bitte ins Gesicht. Finde ich total interessant, kann man das hier eben auch ausmachen. Hat hier jetzt auch Hund. Für was steht Hund? Das würde mich interessieren. Klimaanlage und Bildschirm bleiben nach dem Aussteigen an. Wächtermodus wird deaktiviert für Haustiere. Ah, sehr interessant. Das heißt, man kann hier auch für die Haustiere oder für Kinder eben die Klimaanlage nochmal anmachen. Oder eben fürs Camping, was ich euch gerade noch gar nicht richtig gezeigt habe. Heißt, hier könnt ihr im Prinzip auch fürs Camping eben oder wenn ihr da hinten in dem riesen Kofferraum schläft, auch die Klimaanlage anmachen. Aber jetzt würde ich sagen, quatsche ich nicht mehr so lange. Wir gehen gemeinsam raus und dann gibt es noch ein Fazit und ich sage euch, was das Model Y so kostet. Kommt mit. Weiter geht's jetzt mit meinem Fazit und erstmal interessant zu sagen, das Sexy ist now completed. Model S
Model 3, Model X und jetzt haben wir auch noch das Y, das Model Y auf dem deutschen Markt. Total witzig, oder? Irgendwie verrückt, dieser Elon Musk. Und übrigens, apropos Elon Musk, er hat jetzt gesagt, dass das Model Y sogar noch erfolgreicher werden soll als eben das Model 3. Ich bin sehr gespannt, weil es spricht auch sehr viel dafür. Einerseits könnt ihr höher sitzen, wenn ihr euch für das Model Y entscheidet. Ihr habt einen besseren Ein- und Ausstieg, eine bessere Rundumsicht. Zumindest kann ich das bis jetzt so beurteilen. Ich habe ihn ja noch nicht gefahren. Und ihr habt auch einen unfassbar großen Kofferraum und einen größeren Frunk. Also da kann ich auf jeden Fall schon mal einen Haken dran machen. Natürlich kann man darüber streiten, ob einem die Optik gefällt. Das ist was sehr Besonderes. Kompakt-SUV als Elektroauto macht für mich aber absolut Sinn. Und eine interessante Sache, die ich euch auch noch erzählen möchte, ist, dass die ersten Modelle jetzt erstmal aus China kommen. Oder aus China, ich sage immer am liebsten China. Später kommen die dann aus Berlin, sobald eben die Gigafactory da steht. Wenn ihr den Model Y jetzt aber bestellt, kommt er eben erstmal aus China. Und jetzt sprechen wir über den Preis. Und der beginnt jetzt als Long Range bei 56.990 Euro. Wenn ihr euch für die Performance-Variante entscheiden werdet, dann beginnt das Ganze bei 63.990 Euro. Ihr bekommt aber noch eine Förderung von, wie gesagt, bis zu 7.500 Euro bei einem Auto mit Netto-Listenpreis über 60.000 Euro. In dem Fall hat Tesla online schon den Herstellerpreis eben abgezogen. Heißt, ihr könnt jetzt von den von mir eben genannten Preisen nur 5.000 Euro abziehen. Falls euch das zu teuer sein sollte, dann könnt ihr auch gerne mal bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbeischauen. Was machen die? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier seid ihr aber gelandet bei The Car Crush Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Hier seid ihr bestens informiert. Abonniert gerne den Kanal, würde mich tierisch freuen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!